Also wir führen heute als Ortsverband Bonner, der Bundesanstalt Technisch Hilfswerk, einen Tag der offenen Tür durch, indem wir einfach mal den interessierten Bürgern, sonstigen interessierten Partnerorganisationen zeigen wollen, was hat sich getan im letzten Jahr, was bieten wir alles an Möglichkeiten im Zivil- und Katastrophenschutz. Und wir verbinden damit auch ein bisschen die Hoffnung, noch weitere Interessierte zu finden, die sagen, wir machen hier auf ehrenamtlicher Basis ein bisschen mit, könnten uns das vorstellen, weil da sind wir immer auf der Suche, sage ich einfach mal, nach neuen interessierten Helfern. Das THW kann sich jeder vielleicht erinnern an die Hochwasserkatastrophen mal als großes Ereignis. Und es gibt eine Vielzahl von kleinen Ereignissen, wo einfach geholfen werden muss. Die Masse sieht das an sich nicht, aber es geht so weit, dass mal in Bonner war ja mal ein Haus eingestürzt, da musste abgestützt werden, dass nicht noch größere Schäden entstehen. Und das sind eben Sachen, die das THW macht. Aber typisches Beispiel, wo jeder wahrscheinlich Bilder vom THW gesehen hat, Hochwasserkatastrophen, wo wir dann eben mit solchen Pumpen, wie wir sie hier hinten stehen haben, 5000 Liter Pumpen, versuchen zu helfen, versuchen zu retten. Das sind so die Aufgaben.